Und unserem Gamechecker Stefan ist schon vor geraumer Zeit etwas aufgefallen, und zwar, dass Computersimulatoren äußerst beliebt sind. Und auch jetzt im Januar kommen wieder einige Highlights raus, zum Beispiel der Pistenraupensimulator, nicht zu verachten auch der Katastrophenschutzsimulator und der Abschleppsimulator. Aber welche Simulatoren wirklich gut sind, welche nicht so und welche unbedingt noch erfunden werden sollten, Stefan simuliert. Als Kind hat man noch Träume. Manche wollen Astronaut werden, andere wiederum Polizist oder Feuerwehrmann. Andere wollen wiederum Frauenarzt werden oder auch wie Papa Hartz-IV-Empfänger. Wenn man dann aber erwachsen ist, muss man sich oft eingestehen, dass die Träume nicht wirklich wahr geworden sind. Aber dafür gibt es ja für den PC Simulatoren. Traumberuf Gabelstaplerfahrer. Mit diesem Game wird der Traum endlich wahr. Gesteuert wird das Spiel mit Tastatur und Maus. Für genügend Überblick sorgen verschiedene Blickwinkeloptionen. In sage und schreibe zwei Spielumgebungen gibt es massig Aufträge und Herausforderungen. Zum Beispiel muss man als Spieler mit dem Gabelstapler Ware abholen und in einem vorgegebenen Zeitraum am richtigen Platz abliefern. Oder man muss die Ware holen und am richtigen Platz abliefern. Kommt mir irgendwie so vor, als ob ich sowas in der Art schon mal gespielt habe. Nur in besser. Okay, hört sich nicht spannend an? Dann wartet mal ab, was passiert, wenn ich die Kiste in der falschen Höhe ins Regal schiebe. Wow. Ja, schon verdammt aufregend, oder? Aber ihr werdet es vielleicht nicht glauben, ich habe ein Spiel gefunden, das mich noch mehr flasht. Und das hat sogar eine Multiplayer-Funktion. What? Staplerfahren ist euch zu lasch? Dann holt euch mit diesem Game den ultimativen Kick. Für 19,95 Euro gibt's den Bungee Jumping Simulator. Ich sag's nochmal ganz deutlich: Simulator. Im Grunde gibt's zwei Spielmodi: den Einzelspielermodus und den Partymodus für mehrere Spieler. Eigentlich gibt es auch noch einen Turniermodus, der aber nichts am eigentlichen Spielprinzip ändert. Die Grafik ist ziemlich grottig, was leider auch auf den Sound und die Steuerung zutrifft. Mit Druck auf die Leertaste bestimmt man die Kraft für den Absprung. Danach kann man im freien Fall mit den Pfeiltasten verschiedene Figuren machen. Zum Schluss gibt es dann Punkte, die man in einer Online-Statistik hochladen kann. Ja, und das war's auch schon. Mehr hat das Game nicht zu bieten. Nicht mal einen coolen Absturz. Schlecht. Ja, für 20 Euro echt ein bisschen lasch, finde ich. Das Ganze gibt es auch für Umme und den aufregend. Ladet euch einfach im Internet Google Earth runter, geht mit dem Gesicht ganz nah an den Bildschirm ran und zoomt dann ganz schnell rein und raus. Okay, aber einen habe ich noch von den Entwicklern des Gabelstapler-Simulators, des Eurotruck-Simulators und des Kran-Simulators 2009 gibt es auch den Landwirtschaftssimulator 2009. Das beste Feature zuerst: Man kann sich als Nachwuchsbauer auf einem recht großen Areal frei bewegen und mit verschiedenen Traktoren auf Straßen und Äckern rumcruisen. Yeah! Ein GTA Liberty Farm ist der Landwirtschaftssimulator 2009 aber nicht. Grafisch ist das Game zwar das Beste der vorgestellten, aber was soll denn bitteschön daran geil sein, Heu zu ernten, ein Feld zu düngen oder mit einem Traktor einen Hindernisparcours zu durchfahren? Okay, ich geb's ja zu, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie einen Traktor gefahren, aber eins kann ich trotzdem mit Sicherheit sagen: So fühlt sich das Handling eines Traktors definitiv nicht an. Für mich ist das Game ein ganz klarer Fall fürs Klo. Ja, nichtsdestotrotz hat sich der Landwirtschaftssimulator über 180.000 Mal verkauft und war im April das meistverkaufte Spiel in Deutschland. Respekt, da haben die Entwickler wohl echt eine Nische gefunden. Ich habe mir aber mal so Gedanken gemacht, wo das noch enden soll mit den Simulatoren. Und auf diese Simulationen freue ich mich ganz besonders. Toilettensimulator 2010. In der Toilettensimulation gilt es, bei abwechslungsreichen Aufgaben einen kühlen Kopf zu bewahren. So müssen Sie beispielsweise unter Zeitdruck auf die Toilette gehen und in diversen Minispielen ein gutes Auge beweisen. Fahrstuhlsimulator 2010.
Meistern Sie unterschiedliche Aufgaben in den schönsten Fahrstühlen Europas. Stellen Sie sich alleine oder mit Ihren Freunden übers Internet den zahlreichen Herausforderungen. Gehen Sie auf Highscore-Jagd und erleben Sie realistisches Fahrstuhlfeeling am heimischen PC. Oder freuen Sie sich auf das Release von Warten 2010. Erleben Sie, wie langsam die Zeit vergeht. Und geben Sie sich den ultimativen Thrill mit Warten 2010. Warten Sie in realistischen Spielumgebungen und 3 Schwierigkeitsgraden. Trotzen Sie dabei einzigartigen Endgegnern wie der unpünktliche Kumpel, das abgesagte Date oder die Bahn. Es ist nur das Wetter, wenn die Bahn zu spät kommt, ne? Und einen der Simulatoren, ich glaube den Gabelstapler-Simulator, den gab es bei das Ding kurz vor Weihnachten auch zu gewinnen. Auf dasding.de konnte man so ein Pistenspiel fahren. Wenn man in der Top 10 war, wurde man gezogen. Und dann gab es entweder einen sehr coolen Preis, wie zum Beispiel Rock am Ring-Tickets, oder halt einen nicht so guten Preis. Da war der Simulator mit dabei und derjenige, der den gewonnen hat, hat sich irre gefreut, hat sich nochmal extra bedankt, dass der Simulator der Wahnsinn ist. Manchmal sind es halt einfach die kleinen Dinge im Leben.